Wir hatten heute die große Tarifkommission Metall und Elektro in NRW. Wir haben über den Abschluss beraten, der in Bayern gemacht worden ist und den wir letzte Woche Mittwoch hier übernommen haben. Und heute wurde auch darüber abgestimmt, ob wir ihn so in diesem Paket auch hier in NRW zur Geltung bringen wollen. Bei der Abstimmung kam raus, wir nehmen das Verhandlungsergebnis an. Es wurde allerdings kritisch diskutiert, insbesondere die Laufzeit, wie lange, 20 Monate. Aber im Großen und Ganzen hat halt die Mehrheit zugestimmt. Das Ergebnis ist, es gibt 3,4% mehr Geld ab 1. Juli und dann nochmal ab nächstes Jahr Mai nochmal 2,2%. Das heißt, nächstes Jahr im Mai haben unsere Kolleginnen und Kollegen 5,6% mehr Geld im Portemonnaie und das ist gut. Und was noch besser ist, dass wir die Differenzierung, also die betriebliche Verschiebung der Entgelterhöhung, das konnten wir verhindern. Es gibt keine zweite Tarifrunde im Betrieb. Ja, jetzt wird der Vorstand noch über das Verhandlungsergebnis abstimmen, aber ich denke, das war ja die Empfehlung sozusagen des Vorstands auch, dafür zu stimmen. Wir brauchen mehr Menschen, die für uns sind. Und mehr Menschen, die für uns sind, heißt mehr Menschen in der IG Metall. Wir brauchen mehr Menschen, die sich an Warnstreiks beteiligen. Das ist so. Letztlich bemessen auch Arbeitgeber daran, wie gut wir mobilisieren können, wie stark wir sind. Deshalb heißt es, jetzt die Kolleginnen und Kollegen ansprechen, die noch nicht Mitglied sind, sie für uns zu begeistern. Wenn man mal guckt, in den letzten 7 Jahren haben wir 25% mehr Geld umgesetzt. Ich finde, das sind gute Argumente für eine gute und für eine starke IG Metall.